So, willkommen zurück bei einem neuen Part von Pokémon Rock Team Rocket Edition. Ich habe jetzt alle Pokémon trainiert und zwar auf einem Level, auf Level 20. Und das, ein großer Zufall, beide haben dieselbe Trefferpunkteanzahl, nämlich 60. Ah, das heißt, die Pokémon müssten ungefähr, ja, gleich zäh sein. Und es sind eigentlich gleich zäh, bei derselben Trefferpunkteanzahl ist es ja normal, dass die gleich zäh sind, bloß die Verteilung ist auch noch ein Faktor, der das beeinträchtigt. Aber bevor ich hier mich jetzt verquatsche, gehen wir einfach mal weiter. Denn wir sind hier nicht dabei, um stundenlang zu quatschen, welches Pokémon zäher sind, sondern wir wollen ja weiterkommen. Okay. Den hätten wir, ich glaube, den haben wir noch nicht, oder? Trainers use us to prepare for Sandy. Okay, gegen den haben wir im letzten Part verloren, weil wir unser Pokémon nicht geheilt haben. Youngster War Essence out rettete. Ja gut, Koffing habe ich an erster Stelle, weil ich es als letztes trainiert habe. Das habe ich noch vergessen zu ändern. Aber ich glaube schon, dass Koffing dieses Rattata schlägt. But it failed, das freut mich. Ah, dieses Mal allerdings nicht, aber es ist eh nur ein Rückenschlag, das ist ja nicht eine besonders heftige Attacke. Und wir haben das Radatasch vergiftet, yay! Boah, das wäre jetzt was gewesen, wenn Hyperzahn getroffen hätte. Hyperzahn ist eine richtig gute Attacke. Und tschüss! Koffing hat sein erstes Pokémon besiegt, ohne einen Kratzer dabei abzubekommen. So, jetzt wechsle ich Sparrow, das ist Habitak, genau. Da holen wir natürlich Vulcano raus. Und greifen ihn an mit der Step-Attacke Ember. Auch wenn Vulcano mit Spezial angreift, aber es ist. Obwohl Vulcano mit normalen Angriff angreift, aber es ist ja nicht so wichtig. Wichtig zählt die Attacke. So. Und den hätten wir locker besiegt. Im letzten Part haben wir locker gegen ihn verloren. Gut, dann können wir ja weitergehen. You're not so going to get past me, let's fight! Ein Wanderer. Oder gegen den im letzten Part verloren. Ne, der hat neun Pokémon. Oh, Onix. Level 20 sogar. Da müssen wir ein bisschen taktieren, glaube ich. Eieiei. Okay, ich greife mal an mit Smog und versuche es zu vergiften. Auch wenn es gar nichts abzieht, sag ich mal. Oh, Kreideschrei. Jetzt müssen wir so lange. Oh, Steinwurf. Also, dieses Onix ist richtig stark. Ah, das senkt unsere Verteidigung. Jetzt aber vergifte dieses Onix, damit ich wechseln kann. Immer noch nicht. Oh, jetzt greift es an. Zieht aber nicht so viel ab, wie ich dachte. Ich dachte, wegen dem Kreis reicht man jetzt mindestens die Hälfte verloren. Na, also vergiftet. So mag ich es. Aber das Problem ist, wenn wir Vulcano einsetzen, dann kommt wahrscheinlich ein Steinwurf und das war's dann mit unserem Vulcano. Deswegen müssen wir hier weiter mit Koffing einem Kampf mit Vulcano herauszögern. Auch wenn Koffing jetzt wahrscheinlich verlieren wird. Aber wir können nichts anderes machen. Wir brauchen ein Pflanzen- oder Wasser-Pokémon langsam. Ah, Bein, das ist Klammergriff. Aber das ist eigentlich gut, weil. Ja, das gibt Schallin und Klammergriff. Eine Attacke von Klammergriff zieht auch nicht so viel ab. Das heißt, mit dieser Klammergriff-Attacke würde er sich eigentlich nur selber so richtig schädigen, ist das richtige Wort. Schadigen. Wer sagt schon schadigen aus sich? Na, also, er killt sich selber mit. Haben wir irgendeinen Trank? Nein, natürlich nicht. Jetzt greift er wieder mit Kreideschrei und senkt unsere Defense. Naja, aber ich habe immer noch Schiss vor einem Steinwurf. Also ich bin glücklich, wenn Smog es noch schaffen würde. Weil ansonsten müssen wir Vulcano einsetzen und riskieren, dass es von einem Steinwurf gekillt wird. Und momentan setzt er nur Kreideschrei ein, das heißt unsere Verteilung ist jetzt wahrscheinlich auf 0. Und das war es jetzt mit Koffing, glaube ich. Ja. Gut, und jetzt müssen wir Growlithe einsetzen, aber wenn jetzt ein Steinwurf kommt, dann. Dann ist es sehr schlecht für uns. Okay, er greift zum Glück nur mit Tackle an.
Und ich glaube, die nächste Glut müsste ihnen den Rest geben. Ganz wie ich es mir gedacht habe. Wir haben die Sonics besiegt. Mit Taktieren. You're something. Gut, okay. Und wie immer müssen wir zurück. Nach jedem Kampf müssen wir zurücklatschen. Das ist irgendwie extrem nervig. Aber was wollen wir machen? Wir haben momentan noch nicht so viel Auswahl an Pokémon. Wir haben momentan nur ein Gift und ein Feuer-Pokémon. Und Gift ist sehr schwach gegen viele Typen. Gegen Psycho, gegen Boden. Und so stark ist Smogon auch nicht, denn Smogon kann ja nur zwei schwache Attacken. Vulcano ist stattdessen ein bisschen besser. Denn Vulcano kann inzwischen Blut. Und Biss ist eigentlich auch ganz gut. Nur ist das schwach gegen Boden-Pokémon. Also unsere große Schwäche ist Boden. Das heißt, ich sollte Growlithe wieder ein bisschen an erste Position setzen. So, das heißt, wir brauchen gegen Boden einen Wasser- oder einen Pflanzen-Pokémon. Es gibt ja zum Glück hier sehr viele Pflanzen- und Wasser-Pokémon in der ersten Generation. Aber in dem Spiel müssen wir es ja noch finden. I thought I was slicking by standing here. Achso, den haben wir schon. Na klar, den haben wir ja gerade gewonnen. Oh Gott, wie viele sind denn hier noch? Hier ist noch eine, hier ist noch eine. Einer. Und hier ist ein Item im Ding drin, im Berg. Dozen one of Giovanni's friends. Live somewhere around here. Niemand von Giovannis Freunden lebt hier oder so. Na, Herr Teenager. Mit nur einem Pokémon. Schlurp. Na gut, gegen Schlurp müssen wir wenig Probleme haben. Auch wenn Schlurp sehr viele KP hat. Aber das macht nichts. Besser als ein Gesteins-Pokémon. Und wir haben es sogar zum Brennen anfangen. Ja, wir haben es sogar verbrannt. Hurt by the burn. So, dann machen wir ein weiter Feuer unter den Hintern. Oh, Disable. Wenn jetzt Glut vergiftet wird, das wäre schlecht gewesen. Dann müssen wir mit einer Bissattacke angreifen. Und die Glutattacke ist momentan die beste Lösung. Aber jetzt ist es auch egal. Na gut, zum Glück wurde nur die Brüllattacke blockiert. Das ist mir recht. Jetzt beende ich es einfach mal mit Biss. Und tschüss, Schlurp. Das war mal ein leichter Gegner im Vergleich zu den anderen, im Vergleich zum Onix, zum anderen auch. Jo, cool, du bist cool, danke. So, und das ist TM19, das wird wohl Geowurf sein. Ich schau mal schnell. Denn hier kann man ja auch Geowurf finden und ich glaube, das ist bestimmt Geowurf. Seismic Toss. Ja, das müsste Geowurf sein, ich bin mir da allerdings nicht so sicher. So, können wir irgendein Pokémon eine TM beibringen? Nein, nicht das. Nein, auch nicht das. Das hier. Water Gun. Ja, okay. Wundert mich nicht, dass wir momentan noch keine Items verwenden können. Wir haben momentan noch nicht die richtigen Pokémon. Geh weg, Team Rocket! Niemals, gib mir deine Pokémon. Oh nein, bitte tu mir nichts. Hoffentlich hat die nur Pflanzen-Pokémon. Oh na, die hat wahrscheinlich alle zwei Nidorans. Nidoran weiblich und das Nidoran männliche. Nun gut, sind nicht so besonders starke Pokémon, erste Entwicklungen könnten uns Probleme machen. So, aber momentan sind wir hier mit Vulcano ganz gut am austeilen. Und jetzt Bites bis Volltreffer sogar, aber wäre eh egal gewesen. Jetzt kommt natürlich das Weibliche, wie soll es auch anders sein? Ember. Poison String, Giftstachel. Hoffentlich vergiftet es unser Vulcano nicht. Na, der hat mal Glück. Growth, das ist Heuler. Okay, jetzt fehlt es mich um Gnade an. Aber ich falle auf diese Taktik nicht rein. So, tschüss, Nidoran. Und Level 21 für Growlithe. So, die Lesbe hat mal besiegt. What did I do to you? Oder so, oder keine Ahnung, was die gerade gequatscht hat. Und hier sind nochmal zwei Trainers, oh man. Do you think you'll talk? Let's go! Pfadfinder.
Snowpok, ja, das ist wieder ein schlechtes Gegner-Pokémon. Da müssen wir ein bisschen wieder einsetzen, auch wenn es eigentlich sehr effektiv wäre. Und Confusion. Hoffentlich überlebt Zukan und das, ansonsten haben wir ein riesiges Problem, wenn Slowpoke dann später gegen Ding, ja gut, jetzt muss ich nicht mehr sagen. Sandshrew, das ist Sandern. Ein Boden-Pokémon, das heißt eins unserer Schwäche. Da müssen wir Ember einsetzen natürlich. Scratch! Er kratzt unser Vulcano. Aber ist mir egal, Ember! Und tschüss, Sanchi. Gut. Oh, damn. Und hier ist der letzte, glaube ich mal. I won't let you pass me, you little rascal. Keine Ahnung, was das heißt. Dum, 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 Wanderer. Oh Gott, nein. Nicht viel. Er hat zum Glück einen Vulcano. Willkommen im Club der Vulcano-Besitzer. Vulcano, nicht Vulcano, Vulcano. Warum setze ich Rohr ein? Das haut mich völlig aus dem Rohr, warum ich Rohr eingesetzt habe. Biten and Biten natürlich. Das ist hier die richtige Lösung. Boah, Volltreffer. So mag ich es. Hoffentlich kommt kein Gesteins-Pokémon, ansonsten haben wir das schon so gut wie verloren. Dick da. Und tschüss mit dir, du Penis. Okay, was kommt jetzt? Macholo! Ob Macholo, ob Vulcano das auch schafft? Hm, ich versuch's mal mit Ember. Ah, nicht immer annähernd. Okay, das war's für Growlite. Jetzt muss unser, Smogger, unser Smogger muss das jetzt erledigen. Mit Smog natürlich. Und es ist vergiftet. Aber es bringt auch nichts mehr so richtig. Denn bei der nächsten Attacke ist es eh kaputt. So, Tackle. Und Macholo hätten wir auch erledigt. Was kommt jetzt? Geodude, oh nein, das ist Kleinstein. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Smog natürlich. Wir versuchen es zu vergiften. Er erhöht seine Verteidigung, ja. Wir müssen es vergiften, wir haben keine andere Lösung. Aber wenn es so weitergeht, kommen wir dann nicht sehr weit. Jetzt hör auf, dich zu verteidigen und werd endlich vergiftet. Na also, so mag ich's, danke. So, aber jetzt ist die Verteidigung von Kleinstein schon unbezwingbar. Selbst wenn wir mit Tackle angreifen, wird es nur ein KP höchstens abziehen. Ja, ganz wie ich es mir gedacht habe. Jetzt müssen wir versuchen, dass wir vielleicht einen Volltreffer kriegen und die KP von Kleinstein weiter senken als die Tackle-Attacke von dem gegnerischen Kleinstein. Das wird wieder ein knapper Kampf, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja gut, jetzt habe ich mal ausgesetzt, das bringt auch nichts mehr, wenn er seine Verteidigung erhöht. Seine Verteidigung ist eh schon für uns unbezwingbar. Defense Curl. Geodude hurts by poison. Ich sag immer Potion. Soll ich speeden? Ich weiß nicht. Wir haben es ja schon fast. Also speeden wäre jetzt ein bisschen lame, sag ich mal. Immer Zeit, ne? Enemy Geodude hurt by his poison. Ja, komm. Soll ich den Rest speeden? Ich glaube, den Rest speede ich. Dam, 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 dam. Okay. You cheat, du hast gemogelt. Natürlich habe ich gemogelt. Ich habe Cheats benutzt. Ich glaube, das ist der letzte Trainer, aber wir müssen unser Pokémon heilen. Und gehen deswegen wieder zurück ins Pokémon Center. Das Team, dass die Schwester Joy einfach so die Pokémon der von Team Rocket heilt, ist schon ein bisschen wunderlich, aber naja. So, dann rem, rem, rem. Nein, 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 zu bad. Okay. Scheiße, jetzt bin ich in die Arena rein. Okay, verlassen wir uns. Tun so, als hätten wir nichts gesehen. Die schauen wir uns erst später an.
So, hier waren wir ungefähr. Und das müsste der letzte sein. Wo do you think you are? Wer glaubst du, bist du eigentlich? Ich bin James von Team Rocket. Und ich werde dich töten. Einfach so, weil es mir Spaß macht. Und deine Pokémon werde ich mir auch klauen. So, was hast du da? Dratini, geil. Cooles Pokémon. Wollen wir uns ein Dratini zulegen? Ich weiß gar nicht. Und warum setzt sich schon wieder Rohr ein? Oh, ich will dein Dratini. Am liebsten würde ich es jetzt echt klauen. Ah, le. Oh, fast ein One-Hit-Kill, aber nur das, weil es ein Volltreffer war. Und jetzt kommt eine Wickelattacke. Ich will auch ein Dratini. Ich will auch später ein Dragoran in meinem Team haben. Jetzt lass mich halt angreifen. Dankeschön. So. Was kommt jetzt? Schelde? Keine Ahnung. Shell, das ist wahrscheinlich ein... Ich glaube, das ist Muschas. Aha. Und warum setze ich Ember ein? Ich weiß doch, dass Shell ein Wasser-Pokémon ist und kein Eis. Eis ist es erst, wenn es sich entwickelt. Na gut, immerhin brennt es also. Und warum setze ich nochmal ein? Weil ich mich vertippt habe. Na gut, immerhin brennt es jetzt richtig. So, und jetzt machen wir es gescheit mit einer Bissattacke. Shell war auch kein uncooles Team-Pokémon. Wenn ich es finde, werde ich es ins Team einbauen. Aber wenn wir zuvor noch ein anderes finden, dann werde ich ein anderes nehmen. Und tschüss, Sheldeel. Und Level 22 für unser Feuer-Pokémon. Oh, that's war. So, sind wir jetzt endlich da? Nein, natürlich nicht. Da muss ich noch eine Göre im Weg stellen. What are you doing all the way back here? Hoffentlich hat die nur Pflanzen-Pokémon. Bitte drei Pflanzen-Pokémon. Na, danke. Ich mag Pflanzen-Pokémon. Nicht. Du wirst jetzt verbrannt. So. Hoffentlich schafft es Odish nicht, unser zu killen. Weil unser Vulcano ist schon ein bisschen angeschlagen. Und es ist paralysiert. Es ist auch natürlich schlecht. Auch wenn die Attacke jetzt super effektiv war. So, jetzt aber... Killing Spree. Mach ein Killing Spree auf Odish. Okay. Was kommt jetzt? Bellsprout. Das müsste eine Fenster sein? Oh Mann. Warum bin ich nur so gut im Raten von Pokémon in englischen Pokémon-Namen? Oh Mann, das mache ich gar nicht die Taktik. Paralyse und Wickel. Ah, das ist Wachstum, sein Spezial. So, leider können wir Bellsprout nicht vergiften, da es selber ein Gift-Pokémon ist und Gift-Pokémon können nicht vergiftet werden. Aber wir können immer noch mit Smog attackieren und das ist auch gut. Ja, wie gesagt, Gift-Pokémon können nicht vergiftet werden. Und Knuffenser hat es gerade versucht. Was, der Tag ist nicht sehr effektiv. Aber Knuffenser ist auch noch vom Typ Pflanze, das müsste das doch wieder verschlimmern. Na gut, dann greife ich eben den Tackle an. Nee, nicht schlaf, Bruder. Du langweilst mich, weißt du es? Sofort wieder aufgewacht. War aber ein kleines Einnickerchen. So, Tackle. Und tschüss mit dir, Knuffenser. Was kommt jetzt? Hoffentlich Tangela oder wieder ein Pflanzen-Pokémon. Jigglypuff! Pummeluff! Oh, süß! Ich mag Pummeluff. So, Smog. Hoffentlich setzt es nicht Gesang ein, das mache ich gar nicht. Wir haben dich eiskalt vergiftet. Und er hat uns eiskalt blockiert. Unsere Smog-Attacke ist blockiert, na gut. Tackle. Und jetzt kommt wahrscheinlich Gesang. Das ist so die Taktik von Pummeluff, Disable und Gesang, ja. Und dann wahrscheinlich Duplex-Hieb. Aber es ist nicht so schlimm, es verliert ja immer noch KP, weil es vergiftet ist. Jetzt kommt Duplex-Hieb, glaube ich. Na, Disable schon wieder, na gut. Kann Jigglypuff schon Duplex-Hieb? Ich glaube ja.
Und wenn nicht, dann greifst du halt mit Pfund an. Ja, wenn wir schon über Pfund reden, es hat gerade mit Pfund angegriffen. Wach endlich auf, Koffing. Du brauchst ein bisschen Koffein, dann wachst du auf. So. Na, also geht doch. Und jetzt mach es fertig mit einer Attacke. Guter Junge. Bist du ein Junge oder ein Weibchen? Steht ja gar nicht dran, Mensch. Geschlechter gibt es ja erst ab der zweiten Generation, die wir noch nicht gespielt haben. I see. How it is, ja. Sind wir jetzt endlich da? Ich habe nicht Lust, nochmal auf den Trainer zu treffen. Erstmal die Lage checken. Wie ist die Lage? Christoph Krachten oder wie auch immer der heißt. Ein einsames Haus. Überfall, ich bin Team Rocket. Hello there. I'm a scientist. Hallo, ich bin ein Wissenschaftler. Ich sehe, du bist ein Teil von Team Rocket. So am I, ich ebenfalls. I'm good friends with... Ich habe gute Freunde mit Giovanni. Unfortunately, unglücklicherweise, some girl that was previously there messed with my computer while I was fixing my machine. Happy, ja. Ja, ja, komm, auf jeden Fall ist es jetzt wie bei Bill, er wurde in den Pokémon verwandelt und wir müssen ihn jetzt dann natürlich wieder zurückverwandeln. Weil er keine Freunde hat, die es machen. So. Und jetzt gib mir deine Pokéwelle. Listen, that girl that came by here earlier. Was also in Team Rocket. Das war wahrscheinlich Jessie, ne? I think she stole my crew, sie ticket. Here, take this. James revived a weapon. Wir haben eine Waffe bekommen. Wow. I want you two to go on the boat and teach that girl a lesson. You want to keep that weapon conceal. Was? Conceal it? Or the police might catch ya. I know not Tiffy Giovanni of that Chelsea did to me. Geil, wir haben eine Waffe. Jetzt können wir alle Pokémon von den Typen klauen. Nee, Spaß. Aber wir könnten es machen. Okay. Ich will die Stratine von dem Typen haben. So, wo ist denn der? Bist du denn? Hey du, ich hab eine Waffe. Gib mir deine Stratine oder ich erschieße dich. Er hört nicht auf mich. Das ist wahrscheinlich ein Fake, na gut. Naja, gut. So. Mich würde interessieren, wo es hier weitergeht. Wahrscheinlich geht es jetzt zurück. Ist ja in der roten und blauen und gelben, japanischen grün und japanischen roten Edition genauso. Und hier ist es ebenfalls so. So, wo kommen wir denn raus? Okay. Hoffentlich bekämpfen die uns jetzt nicht. Aha! There it is! Can I help you, Kite? Wait a second! You're in Team Rocket! I caught you! Ich habe dich gefangen! Ach komm, die wollen auch kämpfen. Oh. Wow, Team Rocket! Police want to fight! Ja. Traumato. Jetzt müssen wir gegen diese Traumato kämpfen mit unseren angeschlagenen Pokémon. Ist ja ein Traum. Ist ja ein Traum. Das mag ich total. Oh, ich setze schon wieder Rohr ein. Die gerade blockiert wurde. Okay, vergessen wir das gerade. Ja, vergessen wir das, was gerade passiert ist. Und... ja. Können wir den Polizisten nicht einfach abknallen? Wir haben eine Waffe. Sowas mache ich nicht. Wenn ich ein Gift-Pokémon habe und es mit einer Psycho angegriffen wird. Ja gut, so kann man natürlich auch schnell ins Pokémon Center gehen. Einfach mal schnell in Ohnmacht fallen. Ne? Also wenn ihr mal ins Krankenhaus müsst, fallt einfach um und dann seid ihr ruckzuck wieder. Dann seid ihr ruckzuck im Krankenhaus. Naja, okay. Können wir von hier aus, jetzt habe ich gerade gespeedet, Entschuldigung, wollte ich gar nicht. Können wir hier vielleicht irgendwie... Ah ja, der hat jetzt den Weg frei gemacht. How do you doing, kids? My partner is looking for something.
I hope he doesn't get disturbed. I'm sure I'll find it eventually. So, gegen den haben wir gerade verloren. Aha, there it is. Can I help you, Kalt? Wait a second. You're in Team Rocket. I caught you. Habt ihr schon mal einen Polizisten mit einer Peitsche gesehen? Also ich nicht. So, da ist sie schon wieder. Jetzt ist unser Vokal wieder frisch und ich greife nicht schon. Ich greife nicht schon wieder mit Rohr an. Ich habe jetzt gelernt. Ich habe gelernt, Rohr nicht mehr einzusetzen. Also wenn unser Growler dann mehr als 4 Attacken hat, werde ich sofort die Rohr vergessen. Und dieses Trauma dort mehr. Was? Farfetched. Das ist, kann es sein, dass das Pantimos ist? Ich habe keine Ahnung. Ah, Porenta. Na gut. Hat ein Apostroph drin. Ich habe noch nie ein Pokémon gesehen, das ein Apostroph im Namen hatte. Und Ember. Was will ein Bulle überhaupt mit einem... mit einem Porenta? Das verstehe ich nicht. Wollen die damit die Verbrecher zu Tode zwicken oder was? Normalerweise haben ja Polizisten immer, also in der TV-Serie, ein Vulcano. Es sind wir jetzt eigentlich die Polen. Okay, I get it. Team Rocket is good. Fine, take what I just found. Okay, das ist jetzt Schaufler, was wir bekommen haben. Please, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Gut, können wir uns irgendwie ein Pokémon beibringen? Schaufel ist eine ganz gute Attacke anfangs. Dick, ja Dick. Growlithe kann Dick. Soll man Growlithe Dick erlernen lassen? Ja, fürs Erste schon, ne? Ja. Bis es neue Attacken lernt, soll es halt eben Dick haben. Später können wir es ja Erdbeben beibringen, wenn wir die TM finden. Ach ja, wir wollten ja noch in die Arena rein, genau. Bevor wir in Orania City hier im... Bei Orania City können wir ja noch nicht, das ist ja eine andere Map gerade, ne? Da müssen wir wahrscheinlich wieder durch eine Höhle rein. Na gut, dann machen wir die Arena eben noch ein wenig. Und dann gehen wir im nächsten Part, verlassen wir die Stadt. Okay, wo ist denn die Arena? Ich hab's vergessen. Kurzer Gedächtnis, hier ist die Arena. Die Gym. Das Gymnasium, ne? I am here to give support to those who plan on beating this gym. The leader Sandy use water Pokemon. Just about any Pokemons you caught in the volcano won't help you. Also sie setzt Wasser-Pokémon ein und die Pokémon aus dieser Vulkanhöhle, die wir gefangen haben, werden uns hier nicht sehr weiterbringen. Das heißt, wir müssen... Der hat völlig recht, wir müssen Koffin jetzt an erste Stelle setzen. Wir können uns natürlich ein Pflanzen-Pokémon jetzt irgendwo holen. Aber ich weiß noch nicht, wo es welche gibt. I'm swimming in Lava. Ich schwimme in Lava. Ja, von wegen. Das hättest du wohl gerne. I am the Übermensch. Schwimmer. Good luck. Oh man, schon Anton so früh im Spiel. Oh Gott, das Anton. Anton entwickelt sich ja normalerweise erst mit Level 32. Also Anton zu Anton entwickelt sich mit Level 32 normalerweise. Aber es ist schon Level 18, das ist völlig unterlevelt. Oh, natürlich wird Smog blockiert. Aber das Gift zahlt es ihm heim. Dann greifen wir den Tech an, wir haben keine andere Wahl. Hoffentlich kann dieses Anton keine Konfusion. Disable. Du kannst nicht zwei Attacken blockieren, das weißt du schon, gell? Naja. Loops eben. Na also, er hat auf mich gehört und greift mit der schwachen Kratzerattacke an. Und Deckel, 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 Deckel. Wie gesagt, du kannst nur eine Attacke immer blockieren. Bei zwei funktioniert Disable nicht mehr. Und wenn ich sie nochmal erklären muss, dann... Okay. Der Schwimmer, der hört nicht auf mich. Anscheinend hat er zu viel im Wasser geschwommen und zu viel Wasser geschluckt, so viel, der hat wahrscheinlich zu viel Wasser im geschluckt, dass sein Gehirn komplett kaputt gegangen ist. Divung. Divgong, was heißt denn das? Divgong, was ist Divgong? Sagt es mir jemand? Jurob? Oh Mann. Wollt mich doch veräppeln.
Jo, Robin entwickelt sich auch mit Level... Nee, sogar später mit Level 40 erst. Ja, ist klar. Ich glaube, da hat der Macher es ein bisschen übertrieben, hier gleich einen Yugong reinzubringen im Spiel. Yugong entwickelt sich... Jurob entwickelt sich erst mit Level 40 zu Yugong. Das ist ja, unter Leveling Extremus. Und es kann eh nur Headbutts und Heuler, ja. Das sind die einzigen Attacken, die Yugong drauf hat in der ersten Generation bis Level 30. Später lernt, glaube ich, noch Aurora-Strahl. Aber momentan kann es nur Heuler und Headbutt. Like, zünde den Zidane, ne? Versuch den großen Zidane mit seinem Kopfnuss nachzumachen, nicht wahr? Ach, komm, das gibt's doch nicht. So viel KP hätte man doch... So, jetzt aber. Yugong hätten wir jetzt endlich, boah. Zwei Pokémon, die völlig über unterlevelt waren. Okay. Die Arena ist aber nichts besonders groß. Da ist schon die Arenaleiterin. Die werden im nächsten Part herausfordern. You can't sneak past me. I will finish you off. Dum-dum-dum-dum-dum. Lesbe. So, was hatten die Lesbe? Ihr wollt mich doch alle verarschen. Schon wieder ein voll entwickeltes Pokémon. Na gut, bei der Arenaleiterin könnte ich es verstehen, aber... Das sind ganz normale Trainer. Die hatten Starmie. Komm schon, vergiften, schaffst du es noch? Das schaffst du noch, das zu vergiften? Vergifte, vergifte, vergifte. Okay. Anscheinend greift dieses Dummy nur mit Tackle an. Und jetzt müssen wir unser Growlithe einsetzen. Oh Mann. Wir haben eine Dick. Warum habe ich Dick nicht eingesetzt? Weil ich keinen habe. Warum setze ich Rohr ein? Also wenn ich verliere, habe ich es verdient zu verlieren. So, so unaufmerksam wie ich gerade bin. Naja. Dick. Und Dick. Girlite used Dick. So, und jetzt nochmal. Keine Watergun. Okay, und jetzt triffst du. Dick zieht in der ersten Generation 100 KP ab. Also hat eine Stärke von 100. In der zweiten wurde es ein bisschen... gesenkt, die Stärke auf 90, glaube ich, oder 60, ich bin mir da nicht sicher. Natürlich vergessen wir Rohr, das ist die unnötigste Attacke ever. Und schon wieder ein knapper Kampf. You're really good. So, und hier ist schon die Arenaleiterin, die wir aber erst im nächsten Part herausfordern, weil ich meine Pokémon noch heilen muss. Bla 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 bla. Nein, 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 nein. Hier, ja, so, da, bla. Okay. Gut, dann stelle ich mich noch vor der Arenaleiterin hin. Aber ich glaube, wir werden verlieren. Da bin ich mir ein bisschen sicher. Aber mal schauen, vielleicht hat sie auch noch auch nur ganz schwache und nur ihre Trainerin in dieser... jetzt rede ich schon wieder einen Bullshit. Vielleicht hat sie auch nur schwache. Vielleicht hatten ja nur die Trainer in der Arena die starken Pokémon, sodass die Misty nicht so viele herausfordern muss, weil die ihre Trainer das schon erledigen. Das wollte ich damit sagen. Boah, okay. Was bleibt mir jetzt zu machen? Ich glaube, mir bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Part Arena-Kampf gegen Misty. Und wie auch immer die ja auch heißt. Bis dann, Leute. Servus.